Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hearthstone. Wieder ein kleines Casual-Spiel mit unserem Mage, da wir letztes Mal so ganz knapp, wirklich minimalst knapp verloren haben. Versuchen wir jetzt endlich mal wieder eine Runde zu gewinnen. Das Problem an der ganzen Sache ist nur, wir haben noch keine wirklich guten Karten für den Mage. Und spielen immer nur gegen irgendwelche ranzigen Mech-Decks. Das sieht jetzt gar nicht so gut aus. Aber wir können... Den hier hätte ich mal weggemacht. Den Yeti behalte ich einfach mal. Und wir kriegen den Taunt. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Und noch ein Taunt. Alles klar, du bist dran. Erstmal schicken wir dem guten Mann oder Frau Greetings. Und er setzt... Na super, das ist natürlich ein... Oder er hat sich verklickt. Ja, das kann gut sein. Also, dann schauen wir mal. Wir können spielen Arkane Explosion oder Feuerball. Die sammeln zwei Viecher. Das heißt, wir greifen sie jetzt noch nicht an, sondern gehen auf den Hero selber. Weil wir das nämlich jetzt gerade nicht gebrauchen können, dass der da die zwei Viecher rausholt. Und dann natürlich nochmal eins. Ja, natürlich Wildtier und so. Oh, das ist doch ein Biest, ja. Jetzt ist die Frage. Spielen wir das? Weil wenn ich auch nur ein Viech davon töte... Was zur Hölle ist denn da los? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Mein Gott. Da rotzt diese scheiß arkanen Missiles da alle in den Jäger rein. Das habe ich ja auch noch nie gesehen. Ja, klar. Alter Schalter, da kriege ich mal wieder richtig auf die Nase. Jetzt mal gucken, was er spielt. Er wird mich wahrscheinlich mit seinem Schweinchen töten. Oder er wird die zwei Spinnen opfern, was ihm aber nicht gut kommen würde, weil dann hätte ich nämlich die hier. Aber an sich würde es Sinn machen, wenn ich jetzt der wäre... Naja, mit den Spinnen angreifen eigentlich nicht. Ja, das würden wir ja jetzt sehen. Außer er will jetzt mehr Schaden machen, dann würde er die zwei Spinnen töten, hätte dann vier Spinnen auf dem Feld... Und könnte mir dann im nächsten Zug vier Stück reindrücken. Andererseits... werden wir das gleich sehen. Komm schon, Junge. Jetzt, was macht er? Ja, natürlich. Er macht mein Leben zu eins. Alter Schalter, ey, der gibt mir ja richtig, der Junge. Ha, was sehe ich denn da? Vier. Das heißt also, wir spielen jetzt den hier. Und im nächsten Zug werde ich dann... rein theoretisch alle töten. Ja gut, okay, zwei Single, also zwei 1-1er Spinnen werden dann wahrscheinlich wieder hier da sein, aber mehr nicht, wenn ich jetzt gucke. 2-2-2, weil ich kann jetzt den Yeti spielen, den Quatsch, den Yeti, den habe ich ja schon gespielt, den Oger. Und dazu noch die Arkane Explosion, das wären dann also zwei Schaden, das heißt down, 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 down und Patsch. Your beasts have charged. Okay. Alter, ja genau. Ist jetzt eigentlich gar nicht so geil, muss ich sagen. Weil ich jetzt im nächsten Zug nämlich wahrscheinlich down gehen werde. Huch. Patsch, Junge! Jetzt hat er noch 2-1 auf dem Tisch und jetzt geht's nämlich rund.
Ich werde mit euch jetzt wieder irgendwas spielen, was mir 4 Schaden macht und danach seine Hero Ability draufhauen. Ja, ich wundere mich auch manchmal, wie Leute so lange dafür brauchen, einen Spielzug zu machen. So, mal gucken. Er greift jetzt wahrscheinlich mit seinem Löwen meinen Arena-Wächter an. Dann sterben beide, aber er spawnt eine Hyäne mit 2-2. Ne, zwei Hyänen mit 2-2, das ist gar nicht so geil. Die muss ich dann im nächsten Ding töten mit am besten einem Spell, den ich aber nicht habe. Ja, Spiel, Junge. Es wird Zeit. Mein Gott, Herr. So, wenn jetzt die Zeit abläuft, wäre natürlich ideal. Aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Ich sag bloß, der lässt die Zeit ablaufen, ey. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Oh Gott. Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, lucky. Very, very, very lucky. Was hau ich jetzt raus? Das ist meine Chance. Den hier hau ich raus. Und hier spielen wir das drauf. Jetzt gehen wir dem direkt ins Gesicht. Jetzt muss er aber wieder spielen. Ist der AFK gegangen oder was ist da los? Solche Leute sind immer die besten, die in einem Spiel sind. Und dann einfach nichts machen. Null. Gar nichts. Oh Mann. Das sieht wohl so aus, als wäre das doch ein Sieg für unseren Mage endlich mal. Wenn auch ein unverdienter, muss ich ganz ehrlich sagen. So, wir haben jetzt hier eine Flame Cannon. Die macht 5 Schaden auf dem sein komisches Viech. Aber das ist mir jetzt eigentlich vollends egal. Wir machen den jetzt einfach platt und fertig. Leute, die AFK sind, sollten kein Hearthstone spielen. So, und jetzt erstmal noch: My magic will tear you apart. Naja. Wow, ein Sieg mit dem Mage. Kriegen wir jetzt was? Nee. Doch, 10 Gold kriegen wir. Und wir haben den ersten Sieg mit unserem Mage. Deswegen sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen, auch wenn es nur noch so ein halber AFK-Game war von diesem komischen Typen. Aber trotzdem, Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss.